Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rebel Inc. hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben es in der letzten Folge nicht geschafft, den Gebirgspass zu bewältigen, so dass ich das jetzt nochmal teste auf leicht. Und wir nehmen den Beamten dazu. Standardauswahl ein verlässlicher Helfer. Die Ökonomen lassen wir mal weg. Ich habe übrigens eine Karte gekriegt. Den Helfer lassen wir drin, sonst haben wir keinen weiteren Berater gelassen. Eine Karte gekriegt in Steam, da war ich etwas verwirrt heute Morgen, aber naja, gut, okay. Manchmal ist das halt so, auf leicht versuchen wir es, genau. Und dann versuchen wir das mal, Summerwind nennen wir es wieder. Das müssen wir jetzt einfach nochmal hinkriegen, dass wir hier den Gebirgspass doch wohl fertig kriegen. So, dann machen wir das auf leicht jetzt hier schnell mal durch. Ab zum Hauptquartier setzen, fangen wir wieder da oben an. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Alpha Victor ist verfügbar, ja. Keine Information verfügbar. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir 48 Kohle hier am Anfang. Wir machen mit der Regierung erstmal ein bisschen Inspektor. Gegen Korruption kaufen wir was. Dann gehen wir im zivilen Bereich hier hinein. Sagen Gesundheit und Wasserqualität verbessern. Kaufen die Gespräche und die Entwicklungsgespräche noch dazu. Und bei der Regierung nehmen wir mit... Was ist das hier? Internationale Unterstützung, bitte globale Politik, NGOs um Hilfe. Erhalte mehr Hilfe bei den Stabilisierungen der Region. Ja, das können wir auch mal kaufen. Mal gucken, was wir dafür kriegen. So, dann lassen wir das mal weiterlaufen. Jetzt kriegen wir ja wieder monatlich Geld. So, zum Sieg stabilisiert die Region auf 100%. Genau. So, hier haben wir schon ein paar Regierungsprogramme jetzt gestartet. Das sollte ja dann relativ fix gehen. Und wenn die ersten Rebellen da sind. Ich finde, das monatlich Geld kriegen finde ich echt besser, wenn man dann... immer ein bisschen was auf dem Konto hat, wenn dann nämlich solche Fragen sind, die das Ruf, ach, bei 90 fängt man an, nicht bei 80, aber die Ruf beeinflussen, hat man da natürlich durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, ich warte jetzt diesen Monat ab, dann habe ich diese 3 Dollar dazu gekriegt und kann dann halt eben wirklich die das beschädigt sich nach dem Ruf, ja, genau, und Anzahl der Gebieten, und kann dann halt eben die Antwort auch auswählen, die für mich eventuell die optimalere ist, nicht wie beim letzten Mal, wo ich mein Jahresgehalt quasi am Anfang ausgepulvert habe und dann halt die Chancen nicht mehr richtig nutzen konnte dazu oder dann halt eben genau das nicht mehr kaufen konnte, was ich kaufen wollte eigentlich. So, hier werden wir jetzt für Elektrizität sorgen, ein bisschen Feldwege, damit dann hier noch ein bisschen was kommt. Bildungswesen werden wir noch reinnehmen. 16 haben wir noch, da gehen hier nochmal 8 rein und dann können wir mal bei der Regierung gucken. Örtliche Miliz, das können wir auch noch kaufen. Wir können natürlich jetzt relativ wenig gegen Inflation machen. Acht auf deine Inflation, ja. Das Problem ist, das kam ja auch durch unsere Beraterin, die wir dort hatten, die dann halt eben die Inflation runtergetrieben hat. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir denn ein Regierungsprogramm abwächen. Gibt es ab 16. Und dieses gibt es ab 8. Effektives Auftragswesen, da müssen wir dann vielleicht eventuell mal drauf achten. So, Police Plus, also hier ist dann natürlich ein bisschen Bewaffnung gegen Rebellen, dass sie dann ein bisschen länger standhalten, dass wir da eventuell noch ein bisschen schneller auch... Oh, guck mal hier, da sind jetzt... Was sind die hellen Karrees hier? Sind das denn Zellen, wo es Strom gibt? Kann das sein? Kann sein, ne? Also ich will es dieses Mal nicht unbedingt übers Militär versuchen. Klar, auch Militär, aber nicht so extrem übers Militär. Also wir brauchen ein Militär gegen Rebellen, aber solange wir die Region natürlich der Meinung sind, sie müssen nicht rebellieren, weil es denen gut geht, weil wir den wirtschaftlichen Aufschwung sozusagen unterstützen, dann das wäre mir persönlich dann am liebsten, wenn wir es darüber hinkriegen würden, unsere Regionen zu befrieden bzw. zu stabilisieren. Es geht ja im Grunde nur um Stabilität. Und dass wir, wenn denn, eigene Truppen quasi erstmal nur nutzen und keine externen Truppen. Wenn die externen Truppen, das haben wir gemerkt, das kostet ganz schön. So, viele große Wohltätigkeitsorganisationen oder NGOs sind bereit, die Operation Summerwind zusammenarbeiten, um die Region zu stabilisieren. Wie dürfen sie arbeiten? Erlaubt Wohltätigkeitsorganisationen ohne Einschränkung zu arbeiten. Sie bringen die Kostenaktionen über Zeit, aber jede erhöht deutlich Inflation und Korruption. Wohltätigkeitsorganisationen brauchen bürokratische Abläufe, um Unwirtschaftlichkeit zu begrenzen. Bringt die kostenlose Aktion über Zeit die Inflation und Korruption, erhöht sich leicht. Kosten 4 Dollar.
Nur Finanzierung, verweigern Zugang in Regionen. Nee, nee, nee. Dann immer beschränkten Zugang, damit wir das ein bisschen im Griff haben. Aber ab und zu vielleicht eventuell das ein oder andere kostenlos kriegen. Das wäre schon ganz gut. Stabilität ist schon bei 5%. Das gefällt mir hier. Mein Ruf ist immer noch bei 90. Aufstandsgerüchte militärischer Aktionen autorisiert. Das, dann gehen wir gleich mal ins Militär und holen uns natürlich erstmal unsere erste eigene Einheit, die wir dann halt eben ausbilden. Genau, sehen wir hier links am Bildschirm. Da wird dann hier hoffentlich früher oder später was erscheinen und wir kommen in die zweite. Und ich will mit so wenig wie möglich NATO-Einheiten halt klarkommen. Das ist halt eben quasi mein großes Ziel. So, hier haben wir schon 500, dann haben wir noch 51, das ist relativ wenig. Rebellen im Hotel Sierra gemeldet, also hier haben wir jetzt erstmal Rebellen. Die können natürlich über die Berge kommen, klar. Aber wir müssen natürlich auch schnellstmöglich versuchen, die Rebellen hier wegzuhalten. Dein Ruf hat sich erhöht. Sehr gut. Wir haben eine Region komplett stabilisiert. Sehr schön. Das ist sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Wir werden jetzt übers Militär natürlich auch noch eine weitere Einheit kaufen. Dolmetscher und Berater. Gibt jedem Soldaten eine Kommunikation, lokalen Gemeinden, Dolmetscher und Berater. Soldaten sammeln schnelle Informationen, erhöhen lokalen Unterstützungsgrad. Das können wir natürlich auch mal machen, dass das ein bisschen besser unterstützt wird lokal. So, was haben wir denn hier Schönes? Starker Regen in Echo-Uniform hat zu Überschwemmungen geführt, wodurch viele Zivile zu Hause verloren haben und schwere Gebäudeschäden verursacht wurden. Wie wird die Operation Summerwind verfahren? Grundlegende Hilfe, stellt grundlegende Hilfe, Unterstützung unmittelbar wieder auf bereit. Kostenunterstützungsgrad Gebiet steigt. Unterstützungsgrad im Gebiet steigt, Kosten 4 Dollar, 60% Wahrscheinlichkeit, Korruption steigt leicht, Prozent Winterschwimmer wird wenig über das Gebiet bekannt, die okay. Achso, das darf ich nicht machen. Achso, keine Hilfe, nein. Natürlich helfen wir dort. So, damit wir den Unterstützungsgrad hier steigern und eventuell dann dort auch Informationen sammeln. So, wir müssen natürlich jetzt vorsichtig sein. Rebellen übernehmen Kontrolle hier in Hotel Sierra. Also das darf nicht allzu viel werden. Also wir müssen dann wirklich früher oder später dann, naja, ich muss doch auf NATO-Truppen zurückgreifen. Nein, das wollte ich nicht. Große politische Organisationen hat Aktionen grundlegend für so kostenlos abgeschlossen. Hierdurch wurde die Inflation und Korruption erhöht. Ah ja. Also Korruption haben wir schon echt ein fieses Problem mit. Da müssen wir unbedingt gegen arbeiten. Ich will aber jetzt erstmal nochmal beim Militär gucken, was kostet mich das? Eine Einheit kaufe ich so, muss ich jetzt kaufen, geht leider nicht anders, weil ich unbedingt Einheiten brauche, um hier gegen die Rebellen was aufzustellen und hoffen, dass meine Soldaten hier durchhalten, wenn sie denn da sind und die Rebellen bekämpft bekommt. Kann immer noch zurückziehen, hoffe ich zumindestens. Doch so aus, als wenn ich das müsste. Na, na. Zieht euch zurück. Das bringt nichts. Die gehen nur drauf dabei. Das wollen wir nun gar nicht. So, was haben wir hier Schönes? Okay. Luxushotel vorgeschlagen in Alpha Victor. Ein internationales Unternehmen möchte ein luxuriöses neues Hotelturm in Alpha Victor errichten. Dieses Projekt abzuschließen wäre ein beruhigendes Zeichen für Wohlstand. Wie sollen wir vorgehen? Projekt bewilligen, stellt sicher, dass alle nötigen Bewilligungen für das neue Gebäude erteilt werden. Unterstützungsgradgebiet steigt. Unbekannte Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Touristenbooms. Das klingt doch gut. Erteile alle nötigen Bewilligungen für das Bauprojekt und finanziere extra Sicherheitsmaßnahmen. Kosten 5. Unterstützungsgebiet steigt. Unbekannte Wahrscheinlichkeit eines langfristigen. Aha. Projekt ablehnen. Nee. Wir machen bewilligen. Was kostenloses. Könnte sein, dass Touristen kommen. Und uns dort dann erfreuen. So, jetzt können wir hier beim Militär nochmal eine dritte Einheit in die Ausbildung schicken. Wird jetzt gleich wieder die Meldung kommen, dass das dann etwas länger dauert. Aber wir haben dadurch achso, bei der Regierung wollte ich jetzt unbedingt was gegen Korruption machen noch. Kann ich nicht. Verdammt. Teuer. Ein zu teuer. So. Ja, Soldatenausbildung wird langsamer. Insgesamt. So, und das ist natürlich jetzt ganz ungünstig. Da müssen wir die Truppe also erstmal reinsetzen. Damit die dann den Angriff zurückschlägt. Hoffentlich. Ich muss eine zweite Einheit kaufen. Schade, aber ich muss es tun. Ja, Korruption steigt, ich weiß. Ich will auch was gegen die Korruption tun, aber
Jetzt muss ich nur, momentan muss ich jetzt erstmal Militär hier ein bisschen unterstützen. Ich muss hier unbedingt die auf der Seite vom Fluss halten hier. Dass sie hier nicht übers Wasser kommen. Rebellen zünden Raketen auf dem Dach des Luxushotels. Was? Auf das Gebiet? Oh Gott. Auf meiner Hauptstadt? Das ist ja fies. Das hat mir schon mal viel Ruf gekostet. Die Rebellenaktivität an sich kostet mich ja sowieso schon immer Ruf. Die ganze Zeit über. Oh, jetzt geht das schon wieder los hier. Jetzt wird schon wieder stressig. So, wir haben die Region wieder. Das hat uns jetzt mal wieder so ein bisschen Ruf gebracht. Hier müssen wir die Rebellen unbedingt bekämpfen mit. Okay, die unterstützen damit und damit. Naja, gut, kann passieren. So, geht die mal dahin. Immer mehr Kinder gehen zur Schule. Das ist sehr gut. Zivile Regierung. So, hier ist auf jeden Fall... Oh, hier ist ja schon schön was gekommen. Das gefällt mir. Wir werden hier natürlich jetzt... halt, ich muss erstmal regierungsmäßig die Korruptionsbekämpfung anmachen. Das muss ich jetzt unbedingt machen. Das vor allem allen anderen, weil ansonsten gibt es hier richtig Schwierigkeiten sonst. So. Da gehen wir mal hinterher. Was sind wir? Ein neues Museum vorschlagen. Okay. Mhm. Na gut. Hat es halt 5 Taler gekostet. Korruption steigt auch wieder ein bisschen. Also ich muss unbedingt gegen die Korruption was tun. Und hier unten muss ich unbedingt die Stadt... Das ist ganz wichtig. Die muss ich unbedingt entsetzen. Das heißt, wir ziehen jetzt erstmal hier hinterher. Und ziehen mit der Einheit schon mal bis dahin. Obwohl das vielleicht gar nicht so günstig ist, aber wir kriegen hier gleich noch eine zweite Einheit. Und dann werden wir hier in die Stadt erstmal reingehen. Und versuchen die Stadt zu befrieden. Mit lokalen Einheiten natürlich. Erstmal das hier ein bisschen noch bekämpfen. Die brauchen wirklich Unterstützung von allen Seiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht euch zurück. Ja, ich weiß, dass die Rebellenaktivitäten sich auf meinen Ruf auswirken. Das ist mir durchaus bekannt, aber ich hatte die Einheit, die hat sich jetzt hier komplett aufgelöst. Das war gar nicht gut. Da ziehen wir uns dann wieder her. Nicht die Feinde hier ist. Oh Gott, jetzt geht's hier schon wieder los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht ja schon wieder genauso los wie beim letzten Mal. Wir kriegen es einfach nicht gerissen, unser Militär so effektiv wie möglich aufzustellen. Und ich muss doch wieder alle Einheiten mir kaufen. Kostet unnötig Geld alles, um hier so ein paar Rebellen im Schach zu halten. Wir sind schon wieder bloß bei 70 Ruf, weil die Rebellen mehr halten als ich hier. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Und ich kriege dieses Lager hier nicht raus. Das ist hier, das ist, scheint so eine richtige dicke Zelle zu sein. Okay. Und eine Wasserversorgung, Kanalisation ist erschlossen. Ja. Mehr Unterstützung kann ich hier nicht bieten. Dahin. Eieieiei, das ist schon wieder ganz schwierig jetzt hier. Noch geht's mit dem Ruf, aber könnte natürlich besser sein. So, dahin gehen. Hier können wir hier einen Ruf auf. Gegenangriff. Kurze Frage, wie mittelfeindliche Land anzugreifen. Destabilisiere mit den Rebellen. Oder nein, öffentliche Beschuldigung. 100%, dass es fehlschlägt. Dezenter Druck. Außenamt. Hm. Gucken wir hier, fragt wir die Mittel wurden eingesetzt, um feindliches Land anzugreifen und zu destabilisieren, mit den Rebellen nicht zu unterstützen, das schadet diplomatischen Beziehungen. Feindliche Land hat ihre Rebellen, Geldmittel und Männer leicht gestrichen, einstweilig Rebellenpotenzial sinkt. Das ist schon mal ganz gut. Ja, wir sind sinkt von denen, aber hier müssen wir ja unbedingt in die City rein. Sehr gut, das haben wir schon mal wieder. Soldateneinsatz von Koalition endet bald, ja.
Das weiß ich auch, dass ich da dran muss. So, der geht dahin. Ich hoffe, dass ich das Lager hier ausgeräuchert kriege. So, solange ich das hier gehalten kriege. Hier oben sind irgendwo noch Rebellen unterwegs. Die werden wir aber noch kriegen. Weiterer Krieg lenkt Koalition ab. Koalition muss Ressourcen abziehen, um den Krieg von anderen Land zu kümmern. Berater meinte, wir sollten die meisten aus den Kräften von der Koalition machen, solange wir noch können. Ja, okay. Das ist natürlich auch noch hart. Wir müssen unser Militär stärken. Option steigt dann wieder. Logisch. Das war irgendwie klar. So, was haben wir hier Schönes? Expertenteams. Startet die Soldateneinheit mit Experten lokalen Anthropologie, Region und Politikwissenschaften aus. Soldaten sammeln schnelle Informationen. Koalitionssoldaten verärgern Anwesende seltener. Okay, das geht dann auch. Lange verlängern. Die 11 Rufe müssen wir dafür jetzt ausgeben. Es ist zwar sauteuer, aber wir müssen es ausgeben. So, hier sind Rebellen drin. Das müssen wir jetzt gleich mal... So, und hier scheinen wir jetzt das Lager quasi ganz gut in den Griff gekriegt zu haben. Rebellenlager entdeckt, okay. Ich hoffe, dass ihr das bekämpft. Ja, wir bekämpfen das auch. Das bringt uns dann natürlich Ruf, ne? Das, ja, wenn wir das Rebellenlager hier rauskriegen. Und die müssen dann hier einfach nur verteidigen. Bis jetzt noch. Dann geht's schon hier los. Was haben wir hier oben? Halte die Koalition davon ab, ihre Soldaten zurückzurufen. Du verlierst 8 Ruf. Teurer Spaß, aber gut. Regierungsaktionen wirken sich auf deinen Ruf aus. Ja, ich weiß. Rebellenlager vernichtet, das weiß ich auch. Wir unterstützen da jetzt. Wir müssen hier mal angreifen, die Rebellen quasi weiter zurückzuschlagen. Da sind die Rebellen wieder dahin gewandert. Haben wir hier oben noch. Inoffizieller Kontrakt mit Rebellenanführer. Gesprächsversuche. Bedrohen. Ja, ich weiß. Das ist vielleicht nicht die beste Methode der ganzen Sache, aber es bringt mir Ruf. Hier ist ein Fragezeichen. So. Da wieder hinterherziehen. Hier hinterherziehen. Da ist ein Fragezeichen. Was das Fragezeichen bedeutet, weiß ich noch nicht. Könnte natürlich auch Merkwürdigkeiten bringen. So, dann stellen wir die erstmal dahin. Wenn wir die dann vielleicht eventuell sich entweder dahin zurückziehen oder dahin. Aber wir müssen die Rebellen natürlich wieder vernichten. Nochmal 12 Ruf weg. Oh Gott. Schwierig. Aber wir haben die Rebellen besser in Kontakt. Die lokale Einheit ist hier. Was ist da los? Gibt den Bauern eingeschränkte praktische Tipps zum Umgang mit dem Befall. Kostet 3 Dollar. Wahrscheinlichkeit, Bauernhöfe werden zerstört. Okay. Okay. Rebellen würde ich den... Ah ja, da ist ein Rebellenlager mit drin, ne? Ja, aber gut. Würde ich sagen, so ist das halt, ne? So. Dann treiben wir die doch jetzt hier direkt rein. Dann können sie hier eigentlich nicht mehr weiter. So, hier werden... Da ist Unterstützung. Okay, dann kann ich die da hingeben. Den Bergpass kontrollieren wir erstmal. Wir müssen, also das ist schon mal wichtig, dass wir das hier kontrollieren. Und wir müssen das hier kontrollieren. Dann kommen die nämlich hier nur noch rüber. Und wir müssen sie dann da oben ausräuchern. Und die können theoretisch eigentlich nur noch hierhin flüchten. Weil wir sie eigentlich von da aus bekämpfen, ne? Von da kommen unsere Soldaten. Gut, hier wurde ein bisschen angegriffen. Sind die weg, die Rebellen? Nein, sind nicht weg. Verdammt. Kommen wir hier wieder. Kontakt mit Rebellenführer herstellen. Ja, bedrohen bitte. Ich brauche 3-mal Ruf. Das ist uns wichtig. So, Regierungsoptionen, die können wir denn. Gegen Korruption brauchen wir erstmal nichts. Wir machen hier mal das Außenamt. Und werden hier Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und werden hier noch ein bisschen Büro für viel Unterstützung gerade deutlich. So, das sollte denn für mehr Unterstützung sorgen. Und hier, das kann ich jetzt gerade nicht. Drohnen, das bringt mir wahrscheinlich Überwachungsdrohnen. Nee, aber hier Unterstützung von Zivilisten. Warte mal, wo hatten wir denn das mit den Milizen? Ach, da kann ich den zweiten gar nicht kaufen. Okay, dann machen wir das noch dazu, damit wir hier ein bisschen Zusammenarbeit hinkriegen mit unseren Soldaten und mit den Leuten und gegen die Rebellen quasi, dass ich öfter mal bedrohen kann. So, was haben wir denn hier wieder? Das Projekt können wir nur ablehnen. Ah ja, okay. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, dass wir das Geld kriegen. Und das ist das Gute, weil sonst muss man ganz das Jahr warten. Hier müssen wir jetzt einen Monat warten. Und können das
Projekt bewilligen, unter Aufsicht nehmen. Ah ja, okay. Wenn auf der Whisky ein Atomkraftwerk bauen, verfügen Strom in ganze Region von. Ja, da müssen wir nochmal warten, sondern die 15 haben. So, jetzt müssen wir da mal hinterhergehen hier, weil da die Rebellen rumwandern. Das ist ja schon wieder fürchterlich, wo die wieder hinwandern wollen. Irgendwann müssen wir die doch mal komplett getötet haben. Kann nicht sein, dass die ganze Zeit hier irgendwo rumwandern. Und wir das einfach nicht in den Griff kriegen. So, was ist jetzt los? Achso, du müsstest gerne eine Entscheidung haben. Bitteschön. Okay. So, der Unterstützungsgrad steigt deutlich. Jetzt müssten wir die doch mal endlich in den Griff haben hier. Irgendwie einen Kessel kriegen, dass die nichts mehr machen wollen. So, jetzt haben wir hier Rebellen drin. Was denn der Quatsch? Ja, das ist natürlich ein richtiges Rebellenlager, ein richtiges Nest, ne? Da sind richtig viele drin. Da müssen wir wirklich was gegen tun. Wie lange ist die Folge schon? 20 Minuten, heieiei. So, jetzt haben wir an vielen Fronten Krieg hier gerade. An vielen Fronten ist Ballerei. Ja, ich weiß, dass ihr wütend seid über die Soldaten der Koalition, aber sie schützen euch. Die schützen euch und das ist das Wichtige an der Sache. 13 Ruf investiert dafür. Hier los. Wollen wir mal ein Gespräch versuchen. So, Friedensfortschritt. Jetzt haben wir hier Friedensfortschritt. Vielleicht müssen wir dann doch Frieden schließen mit den Leuten hier. Aber dann halt zu meinen Konditionen. Das ist das Wichtige an der Sache. Ah ja, das gab 2 Ruf. Neue Firmen steigen in das Geschäft ein. Okay, sehr gut. Keine Ahnung, was das wieder war. Militärtechnisch werden wir uns jetzt so ein bisschen Stärke ranholen ins Militär. Und wir werden... Was ist das hier schön? Gerechte Justiz, das ist immer wichtig. Das gibt immer ein gutes Gefühl für die Leute. Wenn die Justiz gerecht ist. Und die rennen natürlich dann gleich nach hier hinten raus, ne? Das kann ich mir richtig vorstellen. So, dann kommt der Ruf. So, hier ist was verpufft. Soldaten der Koalition blau. Keine Ahnung, warum ist die jetzt mit dem Hammer... Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Wird sich aber zeigen, hoffe ich mal. So, die haben wir da in die Richtung eingekesselt. Jetzt müssen wir da wieder reinlaufen. Hier ist eine Frage. Rebellen ausgeschlossen. Gibt es keine Partei von den Rebellen oder irgendwas? Hier wird knallhart gesagt. Rebellen geben Waffen ab. Das steigert auf jeden Fall meinen Ruf. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt kann ich nämlich hier wieder 15 Ruf investieren. Oh Gott, war das teuer. Das war wirklich teuer. So, hier ist jetzt richtig Ballerei los. Geh du mal da rein. Treib die mal da zurück. Hier ist... Ich nicht weiter. Da wird unterstützt der Angriff mit. Also jetzt haben wir jetzt wieder relativ viele Rebellen. Achso, hier ist wieder eine Frage aufgetreten. Internationale Kräfte bleiben. Was soll das hier? Ich brauche die ja. So, die werden von beiden Seiten unterstützt. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie welche Richtung die abhauen. Das müssen wir dann natürlich jetzt gleich noch hinkriegen. Mann, das ist aber auch wieder... Ah ja, hier haben wir wieder ein Rebellenlager. Okay. So, und die ziehen jetzt dahin ab. Das ist natürlich gleich hinterher. Eigentlich gleich überholen und eigentlich gleich noch damit hingehen. So, was ist hier los? Kriegsherr bittet Unterstützung in Hotel Romo an. Bezahlen. Gibt ihr auch den Kriegsherr, was er will. Die Anzahl der örtlichen Feinde wird verringert. Kosten 5. Wahrscheinlichkeit Korruption steigt. Kleine Kriegsherr bieten Korruption an und verhaftigen. Korruption sinkt. Du erhältst Ruf. 2% wahrscheinlich Kriegsherr entkommt. Korruption sinkt. Du erhältst 3 Ruf. Sehr schön. So, den haben wir auf jeden Fall. Verhaftet. Das ist immer viel wert. So, jetzt müssen hier aber schnell die Soldaten... Puff, da hat es Puff gesagt. So, jetzt müssen schnell die Soldaten hier mit unterstützen. Du musst hier mal dahin. Du musst mal schnell dahin gehen. Was ist denn jetzt wieder los? Entschädigung der Opfer. Nö. Die Rebellen müssen dafür aufkommen.
So, und dann da noch eine Einheit hin und dann müsste das sich hier, denn diese ganze Gruppe müsste sich dann ja auflösen. Ja, ich weiß. Da oben ist wieder ein bisschen mehr los, aber das kriegen wir hin. So, die haben nämlich keine Option mehr, wo sie entfliehen können. Und müssten dann relativ schnell aufgerieben werden. Also die müssen wir da durch. Übergangsjustiz. Anführer einsperren. Geht gar nicht anders. Wir müssen weg. So, da gibt es auch nochmal drei. Ja, ich weiß, da ist wer vernichtet. Sehr gut. So, das heißt, jetzt machen wir genau das gleiche hier mit den paar Rebellen, die wir hier jetzt drin haben. So, die umstellen mal richtig schön. Alle Zugänge sind quasi besetzt durch Soldaten von uns und hier drin kann jetzt dann nicht mehr allzu viel passieren. Potenzielle Viererkämpfe in den Anführern sind unterlegt. Soll die Operation Summerwind vorgehen? Eröffne Verhandlungen neu, um einen besseren Deal rauszukriegen. Du erhältst hier Ruf auf das Ablehnen gegen die Rebellen. Du verärgerst Rebellen. Yep. Wir wollen noch ein paar Zugeständnisse einfordern, um einen besseren Frieden zu kriegen. Yep, hier müssen wir mal 16 Ruf investieren. Eieieiei. Okay, das ist ein teuer, aber was willst du machen? So ist es. So. Okay. Dann müssen wir jetzt mal hier richtig schön fachgerecht umstellen. Und mit ein paar Einheiten da rein. Damit das hier dann. Bedenken mangels an Jobs. Okay. Okay, wir brauchen also ein Regierungsprogramm, was Jobs schafft. Das bringt Jobs. Das bringt Jobs. Das bringt auch ein bisschen was. Berufsausbildung bringt immer was. So, jetzt machen wir noch was gegen die Korruption hier. Dann machen wir noch ein bisschen Polizei. Und hier ländlicher Kontrakt. Beschleunigte Aktion ländliche Gebieten. So, sehr gut. Das sieht gut aus. Da haben wir jetzt erstmal wieder ordentlich was investiert in die Regierung. Hat zwar die Inflation noch umgebracht, aber ich denke mal, das sollte sehr viel Stabilität bringen. Und uns sehr viel Ruf und natürlich dann einen entsprechenden Frieden irgendwann. So. Jetzt hier ist einmal ganz großer Krieg ausgebrochen. Oh, jetzt haben wir hier unten wieder Rebellen drin. Immer wieder was Neues. Oh, da gibt es auch Rebellen. Die müssen natürlich ganz schnell vernichten. So. Jetzt da oben noch ein bisschen was. Aber wir müssen hier unten hin. Unbedingt. So, was ist hier los? Friedensverhandlung abgeschlossen. Mein Ruf ist aber ganz schön weit runter. Aber dafür haben wir jede Menge Rebellen dazu, oder beziehungsweise dazu bewegt, aufzugeben. Und jede Menge Regionen dazu gekriegt. Aber jetzt die Stabilität ist sehr, sehr hoch jetzt, okay. Bedeutender Rückgang der Krankheitsausbrüche, ja. So, jetzt müssen wir hier bloß dann dafür sorgen, dass die. Da bleiben, wo sie sind. Das heißt, die müssen wir sauber umstellen. Von allen Richtungen. Damit wir das letzte Ende hier auch kriegen. Dass die Rebellen sich hier auflösen. Und dann sollte ja die Stabilität hier auch hochgehen. Aber wir haben ja 4000 Feinde. Das bringt ja immer Feinde hier mit, wenn du da solche normalen Einheiten drin hast. Also so eine blauen Einheiten. So, das haben wir auch. Jetzt haben wir doch die ganze Sieg. Wir sind im Sieg rausgegangen. So, was haben wir gelernt? Also wir brauchen doch das Militär, sehr viel Militär. Wir müssen aber auch wirklich dafür sorgen, dass wir in der Wirtschaft schnell vorankommen. Geld nicht nur am Anfang des Ganzen, sondern auch immer so zwischendurch kleckerweise bekommen. Und dann sollte das gehen. So, aber Summerwind war erfolgreich und wir haben einen Sieg davon getragen. Das ist schon mal sehr schön. So, Gesamtpunkte 533. Naja, gut, könnte mehr sein. Friede 100%, Züge haben wir jede Menge gebraucht, Unterstützung 19%, Stabilität 100%, Schwierigkeit leicht, Ruf nur noch 14. Also da waren wir wirklich sehr, 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 sehr nah dran. So, Regionsstatistik, da kann man sich das nochmal angucken hier, wie unser Ruf quasi am Ende hier runterging. Lost due to... Ah ja, okay, also das, was wir hier verloren haben oder was da anschiebt wegen den Rebellen. Also wir hätten noch einen besseren Frieden aushandeln sollen, beziehungsweise noch ein bisschen besser das kämpfen können. Unterstützungsgrad ist hier natürlich extrem gestiegen und dann ging natürlich hier alles relativ schnell hoch. Alles klar, das wird's gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.